Skookig, backig, kack. Skookig, backig. Hey, das ist nur was Alter gedacht. Tja, gucken, backen, kacken. Nee, Erklärungsnot. Hier, Let's Test, angezockt. Flunder, Horner am Start. Ja. Ich hab das Maul, da keine Maske trägt, Jungs. Ja, Spanisches Spiel, auf geht's, drück. Ach, Team komm. Gefunden, irgendwie, Ja, ist in dem Moment noch eine Dame, die. Bunios de. Ich kann's halt nicht. Repanoseo. Ja, irgendwie ein spanisches Spiele und wir sind eine kleine Dame mit einer Maske, die das, seht auch andere Sprache gibt's nicht, die anscheinend es nicht ganz so geil findet. Ich wurde halt ausgelacht von den Nichtmasken. Wenn man keine Masken hat. Ja. Also ein richtiges Corona-Game zur Corona-Zeit und man sieht auch hier Millionen neue Infektionen. Es ist wahrscheinlich einfach voll zu der Zeit und voll auf den Zahn der Zeiten. Da geht's halt auf den Sack, dass viele Leute hier, guckt euch's an, Maskenverweigerer. Und was macht man mit solchen Menschen? Diese schrecklichen Viren überall. Was macht man mit solchen Menschen? Man poliert ihnen derbe die Fresse. Das ist sehr realistisch dargestellt. Es ist völlig abgedreht. Also natürlich Demo, ne? Könnt ihr euch runterladen selber, ne? Und machen und tun und gucken und kacken und packen. Jetzt so die Street of Rage Richtung. So, pass auf, mein Freund. Also seid ihr noch an dem Abend. Freund, das gibt's auf die Fresse. Jetzt hau ich dort die Pfeffis raus. Jetzt hab ich endgültig die Faxen dick. Gibt's auch schon einen Sidekick da? Oh, kann ich Sidekick, ja. Kann ich ja hier. Oh, ja. Oh, krass, hast du gesehen? Ja. Tja. Und das muss man jetzt mal dazu sagen: Es rutscht auch das T-Shirt hoch für alle, die sich sowas interessieren. Und die Tiddies sind extrem animiert. Ja. Kann man mit Controller spielen oder Maus und Tastatur spielen? Aktuell mit Controller. Solche Spiele empfehle ich eigentlich immer, ja, wenn ihr habt einen Controller. Halt, ne? Weil das geht einfach schöner. Außer. Kommt an, mein Freund. Ihr seid so involviert in Maus und Tastatur. Aber du hast aber noch drei Masken. Das ist natürlich auch interessant. Vielleicht kannst du die Maske aufsetzen. Ah, oh, 6er Kombo, ja, weggeknallt, Kollege. Brasilianische Fahne, und das ist auch, könnte man theoretisch die, es ist halt auch die Frage, wie weit das geht, aber theoretisch der brasilianische Präsident ist ja auch so ein, naja, Corona-Verweigerer, sagen wir mal, den es einen Scheiß interessiert. Die Frage ist halt, wie weit geht es in die Tiefe, dass man dann auch vielleicht ja, ich denke, politisch das ist sehr inkorrekt. Nein, nee, ich glaube nicht. Weil du bist ja politisch korrekt in der Ansicht, dass du mit Tricks an der Maske. Oh, DK! DK! Donkey Kong! DK! Donkey Kong is here! DK! Ja. Ja, das ist ja, wie gesagt, du bist ja der Maskenträger, demzufolge bist du ja auf der richtigen Seite, wenn man so will. Ich weiß, ich habe nämlich das mal probiert. Ich kann irgendwie hier. Ach, da kommt er mit dem Motorrad gefahren, das ist ein Special. Ich muss den bestimmt in der Linie dann genau, machen. Richtig. Wobei ich immer sagen muss, Leute, das ist eigentlich der perfekte Ort für sowas. Ich bin aber der Meinung, bei allem, was gesagt wird in den Medien oder was ihr auch davon haltet, von dem Corona-Ding, trotzdem kann ich nur dazu aufrufen und bitten, weil es ist gerade wieder so weit, dass Leute Klopapier hamstern. Ich weiß nicht, ob wir eine Pandemie in Darmdurchfall haben oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall nachdenken, ne? Nicht immer alles glauben und machen. Naja. Ein bisschen nachdenken. Ah, die Dame ist auch gut. Ja, also es ist halt. Selbstständig ja. Denken ist leider ein bisschen verloren, dem Land, finde ich gerade so ein bisschen. Komm ran, mein Freund, ja. Also jetzt, ja, jetzt auf nicht so gegeben, könnte man fast denken, es hat Ubisoft gemacht, gibt noch frei. Alter, aber was ich geil finde, oben links, das Bild, wenn wir getroffen werden. Oh, Alter, okay. Sieht lustig aus, ja. Ja, mein Freund, jetzt ist hier relativ. Scheint aber auch ziemlich schwer zu sein, ne? Hast du nur 18 HP? Ja, ich will mal bitte was probieren. Nichts probieren. Oh Gott, vergessen, mein Freund. Du kannst irgendwie so eine Maske einsetzen, vielleicht kannst du dich da heilen. Aber ich weiß natürlich nicht wie. So viel. Alter! Donkey Kong, mach mit! Ich bin aber nicht nochmal. Oh, ja. Da bleibt es fertig. Komm her, mein Freund, hä? Da ist Maskenverweigerer, ein Alkoholiker und ein Raucher. Das ist immer das Schlimmste, was es gibt, Leute. Alles ist das Schlimmste, was es gibt, ne? Das ist aber auch hardcore, ey. Warte, jetzt zeigt den Stinkefinger, oder? Ja. Geil. Gehen wir zum Mädel. Was gibt's da was, ne? Na? Moin! Was bist du, mein Freund? Ich kann ein paar Biers trinken. Alter, der ist ja voll drauf, da ja, Junge. Ja, ist harter Junge. Das ist der Drunken Monkey Style, den er anwendet. Der Drunken Verweigerer Style. Alter, bitte, ey. Das ist ja mein Freund, du bist ja auf YouTube, Junge. Du musst dich mal bitte zusammenreißen. Ja, das gibt's doch nicht. Wir haben wieder zensiert. Kriegen wir wieder einen Strike wegen irgendeinem Mist, den wir nicht verstehen und die selber nicht verstehen. Alter. Tschüss, Boy. Pass auf. Alter,
voll angekotzt. Ah, die Masken sind Leben, okay. Jetzt hab ich's verstanden. Jetzt kannst du das Motorrad mal holen. Deine Liste ist voll. Ja, 400 Schaden, Alter. Und da ist er da immer noch nicht tot, ne? Okay. Die Mucke ist natürlich nicht so. Also. Ja, ich fand sogar im Menü war die Mucke am besten bis jetzt. Ja. Mit Fetten kann ich nicht hochheben. Das ist wahrscheinlich zu schwer. Ey, da spielt Wii U da oben. Wii U? Switch. Ah, ja, spielt. Also, sieht aber auch geil aus. So, das SOS-Paket, bisschen Heilung, nehmen wir mit. Okay. Ich renn und. Ah! Das ist auch so ein Maskenverweigerer, mein Freund. Mr. Bean. Oder so einer, der hat eine Bibel in der Hand. Ach, gut, könnte, ja, es könnten die Zeugen hier. Sowas. Das ist halt Visa, das ist halt das Ding, ne? Ja, es ist jetzt natürlich schwierig, ne? Also, wir wollen uns davon distanzieren. Und die Leute, ja, gut, wir spielen es halt einfach, ne? Ich finde, hier sehen wir ja auch Vote, Pastor Cruz. Richtig, ja. Ich finde jetzt Zeugen Jehovas nicht die besten Leute, aber. Ich muss sagen, wir haben ja auch ein paar Leute, die immer mal vorbeikommen und so ein bisschen was erzählen. Und ich habe mir das schon ein paar Mal angehört, weil ich der Meinung bin, das sind halt, die sind übelst nett. Und selbst bei beschissensten Wetter rennen die draußen rum. Und ich habe davor ein bisschen Respekt, sag ich mal. Auch wenn ich jetzt von dem Inhalt, jetzt, inhaltlich jetzt nicht unbedingt natürlich mich, sagen wir mal, damit in Verbindung setze. Ja, ich glaube schon an Gott und so, aber es ist halt, die legen das halt ein bisschen anders aus und ich finde halt, dass die so ein bisschen, ja, man muss die Leute schon auch in den Kopf drauf stoßen, so glaubetechnisch, ne? Also es bringt jetzt auch nichts, wenn du so aus der ersten Bibel ganz normal reingucken wird, keine Sau machen, ist halt einfach so. Wenn die dann immer wieder kommen und so, kommst du vielleicht eher mal auf die Idee, das ist ein Special-Gegner hier, die da, naja, ey. Aber. Alter, ist das unendlich? Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht kannst du auch rein. Hab ich gerade probiert. So, okay. Alter, was ist denn los? Ja, muss ich doch was jetzt. Alter! Rein zum Chat! Motorrad. Aber erst richtig hinstellen. Was zur Hölle? Na, das darfst du ja auch nicht sagen bei Bibel Leuten. Ja, das braucht ja nicht. Ah doch, okay. Alter, ist ja übel. Special Round jetzt. Außerdem ist das auch okay. Weil wie die Villa halt wieder, wie die aber dann auch aussieht, ne? Alter. Sag mal, unwer, dass ich wieder Bibel schmeißen darf. Das könnte halt aber eigentlich mit dem Glauben nicht ganz vereinbaren. Also da. Also aber echt gar nicht ohne das Spiel. Nee, das meistens so bei den. Hat wirklich so was von Scott Pilgrim und so in die Richtung. Ja, ja, die Optik, genau. Das war auch so geil, Scott Pilgrim. Eines der geilsten, ehrlich. Also übel schade, dass das dann nicht mehr durch Lizenzgründen. Ja, das war echt wieder. Das Spiel gibt's wieder. Echt? Ja, ja. Kommt raus, habe ich jetzt erst gelesen. Oh, so geil. Das müsste ich mir dann aber wirklich mal. Das war ich glaub, so. Ich glaube, cool. Das Original. Das war so verdammt cool, das Spiel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es mit Abstrichen war, aber ich glaube, irgendwo hatte ich das gesehen. Schluss hier mit dem elenden Gebrappel! Beim 75er Dropkick rein und dann ist das Ding beredet, ja. Hau mal auf der dicken Close Beats, Line ja. Und das war's, Junge. Hau mal auf der dicken Beatsenwurf, ja. Ah, gut, kriegst du auch nicht viel Heilung, wirst du in die Kette. Mach ich drücke immer falschen Knopf dann. Ah, jetzt, schöne Kombo gezogen hier. Zack! Zack! Pass mal auf, Juri. Auf, ja! Da fliegen gleich Zähne wie Konfetti, mein Freund. Rocky Leggy ist ja vorbei. Rocky Leggy und los geht's. Zack, 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 zack. Fresse, dick, du. Oh, Baby. Zack! Du lädst vorne weg, Junge, sonst. Du komm, du Feigling. Ihr haut auch ab, ja. Man scheint aber halt auch gerne Gegenstände aufnehmen zu können. Naja, das hätte man vielleicht noch ein bisschen. Also, es scheint halt wirklich einfach auch nur wahrscheinlich der Akt dessen, ja, Maskenverweigerer, ja, ne? Ja, ich glaube einfach, dass ich glaube gar nicht, vielleicht ist es jetzt unbedingt, es ist schon ein paar Anspielungen dabei, so ein bisschen humormäßig, aber ich glaube einfach, dass dieser Konflikt sich halt sehr anbietet für so ein Spiel. Ja, die ist natürlich auch schon crazy. Ja, und ist schon geil. Aber ist ein Zoll voll. Ah!
zur Säuferfraktion ist, die sind am härtesten. Die lagen halt einfach nichts mehr. Ja, die sind halt völlig dicht. Alter! Alter! Das ist aber echt ohne Scheiß, das ist nicht einfach. Nee, so ist wie das ein bisschen. Scheiße, falsche Knopf. Ja. Schade. Das ist wirklich nicht einfach. Du kannst das überhaupt. Nee, du hast ein X. Oh, Alter. Das ist X wieder weg. Da weiß ich nicht, was das X bedeutet. Ich denke, das erste, das ist halt ein Special, den du auflädst. Die Leiste geht ja voll. Achso, dass die X dann bloß nochmal so als. Okay, das kann sein. Vielleicht auch einfach so eine Art Combo. Combo-Zähler. Nee. Ohne getroffen zu werden oder sowas. Nee. Ah, die kriegt aber auch auf. Kriegt aber auch auf die Fresse, die Dame. Also kannst du das. Okay, das ist das zweite X voll. Nix da, Freund. Nein! Verelenden. Kotzeimer, ey. Aber man kann sie nicht immer packen. Es ist ein bisschen. Also aufgedeckt. Ist auch ein bisschen random, sag ich mal. Alter, also, fährst du noch mal rein, der Kollege, ne? Alter, das ist schon lang leer, ey. Das ist schon übel, was die wegknüppeln, ey. Eine dürfte weg sein. Ja. Nächster Freund. Boah, hast du gesehen? Uppercut! Uppercut, Baby! Aber du kriegst auch eigentlich unsere so Mini-Tipps. Also das Gesicht, Maske dazu. Das Gesicht oben sieht aber auch aus! Ja, die Maske macht jetzt relativ wenig Sinn, ja. Boda! Boda, Boda! Moin! Schön, wie sie alle hält. Zack! Ach, Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich wäre erstmal zu Mini-Tipps gegangen. Was war das? So typische, ich komme runter, neues Leben, alles fliegt erstmal um, weil übermächtig. Das ist aber auch ein. Die Geräusche vor allem, dieses Patschen, wenn die Zähne herausfallen. Oh, ein harter Ding am Sack, ja. Da gibt's keine Gnade, meine Fräulein, da kriegst du erstmal ordentlich. Schön abpassen hier. Na komm. Das klingt so krank. Du hältst gleich mal, ja. So ein, zwei Soundfiles mehr wären auch geil gewesen. Ne? Ja, ich denke, es geht halt grundsätzlich um die Aussage. Aber trotz alledem, es ist. Ja, ist eigentlich wunderlich, dass es da nicht schon mehr gab. Es gab ja mal, also es gibt ja dieses. Dieses Virus-Spiel mit dem Virus der Welt, was sie dann, also was schon vorher gab, vor Corona, wo dann ja. Der Corona-Virus wieder neu zugefügt wurde, dann ist es nochmal richtig durch die Decke gegangen. Dieses Inkblatt, Ink, irgendwas, ja. Was Anime das heißt. Wurde eigentlich fast, dass es nicht noch mehr solche Spiele gibt im Großen und Ganzen. Ist ja eigentlich, kann man ja damit schon einiges auch machen. Ja, sicherlich, ja. Aber ich denke mal, die werden vielleicht nicht alle draufgegangen sein. Vielleicht hat sich auch keiner getraut, das so aufzufassen. Wie gesagt, hier bist du auf der richtigen Seite. Was wäre jetzt, wenn du da nicht Maskenträger wärst? Ja, weiß man nicht, ob man es dann durchgekriegt hätte. Oh ja, Doppel-K.O. Hast du schon 2x? 2x. Mensch, Juri. Das war ein Motorrad. Ah, schau, ich wollte mal. Ha! Das hat aber was liegen lassen jetzt mal, ja? Ding, ding, ding. Fick dich! Nein, ich kann es wirklich nicht. Ich dachte, vielleicht ist es doch irgendwie, dass ich es irgendwie. Oh, Alter! Aber es ist auf alle Fälle, es scheint auch so, keine Ahnung, alle möglichen Menschenarten darzustellen, alle sind gleich, alle okay, alle tragen Maske. Also es ist so, es ist schon eine wirklich, gewisse Symbolik ist schon dahinter. Ja, auf jeden Fall. Schönes hier.
Na, was ist denn los? Also auf jeden Fall alle vier machen nur saufen anscheinend. Flaschen sind schon heftig rumstehen. Das ist der Hauptdeko im Spiel. Ja gut, das wäre ja jetzt sogar auch, wenn man mal ehrlich ist, im Neuen ist ja mit Ausgangssperre und Alkoholverbot ja, und. Ja, stimmt. Also wäre ja theoretisch sogar na auch kritisch in der Hinsicht wieder. Alter, alle vermöbelt, ey. Okay. Alter, Martialis, ne? Was kommt denn jetzt? Oh oh, Big Baba. Von Gulp. Ach du Scheiße. Oh, Alter! Anti-Masken-Boss. Hat er sich mit einem Schlauch Knirr und Speck? Was? Anti-Masken-Boss. Oder gar nicht special. Nee. Ist das WhatsApp? Ja. Ich weiß nicht, was sonst. Wirkt so, ne? Sieht so aus zumindest. Da spielst du das. Ich kann nicht immer blocken, also das ist nur. Geht denn sein Gesicht verantwortet sich auch nicht? So. Motorrad. Shit, jetzt kommt noch der Arm. Komm her, mein Freund, kriegst du das Motorrad auf die Fresse? Oh, hallo. Das hat gezogen. Ah, jetzt kommt natürlich ein anderer Gegner mit. Das ist Alter, jetzt wird's aber. Ich muss mich eigentlich auf ihn konzentrieren. Ansonsten ist es einfach zu viel. Boah, das muss ich nicht. Alter! Auto, Auto, Auto! Ich kann nicht! Ja. Alter, auch schwierig, weil du keine Heilung mehr hinstellen hast. Komm schon, Baby! Sein. Nice! Alter! Das war knapp. What the? Ah! Alter! Ein Hakenkreuz-Zombie! Okay, also da hoffe ich ja doch. Fake was. News! Ein Hakenkreuz-Zombie mit. Ein Handy in der Hand, wo Fake News draufsteht. Ah, das ist schon. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob das Hakenkreuz richtig rum war, ne? Ja, aber das war schon. Also, es war. Wenn es falsch rum ist, können sie aber nichts machen. Wenn es richtig rum ist, muss es raus löschen. Weiß ich gar nicht. Heute doch ist aber ein Spiel. Ist, ich glaube, es gibt viele Spiele, da ist es auch erlaubt heutzutage. Da haben sie aber eine Lizenz dafür. Aber ich wollte eigentlich nicht neu starten, ich wollte einfach ein Red Dream machen. Aber anscheinend. Na gut, wird ganz gespannt. Gibt's es nicht. Das war jetzt krass überraschend. Das war auf jeden Fall noch krasser. Also, das ist schon sehr anstößig, das Spiel. Ne? Gut, andererseits, es ist halt wie gesagt, es gibt. Mit Brasilien, da hast du die Leute, die das auch ignorieren. Du, Religion ist auch so ein Ding. Dann gibt es natürlich generell die Typen, die es ignorieren. Dann, man hat alles drin eigentlich. Ne? Und jetzt im Endeffekt Nationalsozialismus, sagen wir mal. Ja, die haben alles vertreten. Ja. Sind jetzt auch nicht unbedingt die Typen, denke ich mal, die jetzt sagen, ja, ich trage die, ist mir scheißegal, was der Staat von mir will. Also irgendwo. Ja, und Fake News auch in Corona mit vielen Leuten, die es halt dann sagen, es gibt's nicht, das ist nur Quatsch oder auch in Richtung Trump, Amerika, so, ne? Also es ist sehr politisch, das Spiel. Man kann da vielleicht das eine oder andere hineininterpretieren. Tja, aber ich spiele jetzt nicht nochmal bis dorthin. Nee, ich denke, es reicht auch fürs letzte Test. Weil ich glaube ja auch. Du hast es damals gesehen. Ich denke. In dem Spiel gibt es noch die ein oder andere Überraschung, ja, ich denke auch, die aus. Man so erstmal gar nicht auf dem Zettel hat. Also ich kann mir vorstellen, da gibt es noch viel zu sehen. Tja, und wenn ihr das sehen wollt, dann ladet es euch doch einfach runter, probiert es selber gegen den, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Nazi-Zombie-Fake-News-Blob kämpft und ja, sagt mal Bescheid. Wie es für euch war, was im Endeffekt noch passiert ist, ob das dann das Demo-Ende war oder ob es noch weiter ging. Ich fand es interessant, aber es ist für mich, es ist halt spielerisch auch trotzdem irgendwie nicht gut gemacht. Also im Gegensatz zum Beispiel zu einem Street Fighter oder ja, so, Street Fighter, zu einem
Street Fighter solche. Streets of Rage. Na, kann man halt nicht vergleichen. Aber ist egal, für zwischendurch und natürlich sehr kritisch der Lage geschuldet. Definitiv. Und ich sage schon mal ciao, euer Klungo. Bis zum nächsten Angezockt.